sich. So ist das. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Sie ist länger bei mir geblieben, als sie sollte. Länger als die meisten. So. Genau, dann haben wir das auch. Wir haben ja auch alle Ziele geschafft. Er ist auf der Rathausbaustelle und will mich sehen. Er weiß es. Keine Ahnung wie, aber er weiß, dass ich ihnen geholfen habe. Er tötet mich. Oder ich gehe in den Knast und dann tötet er mich. Oh Gott. Packen Sie Ihre Koffer, Lenny. Verreisen Sie. Aber mit Ihrer Frau. Wenn Sie zurückkommen, ist alles vorbei. Reden Sie mit Jimmy? Klar. Ja. Pavar wartet auf Sie. Ich folge Ihrem Rat und verlasse die Stadt. Ich bin ja beim Boxen nicht so auf dem Laufenden, aber was zur Hölle haben die Leute da in der alten Boxhalle getrieben? Welcher mit der Boxhalle? Ach, die wir einfach mal irgendwann auseinandergenommen haben, weil sie Tommy geholt haben. Ja, das stimmt. Gut, wir fahren heute... Oder machen wir heute jetzt auf zu Jimmy Cavar oder mein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. In der letzten Folge haben wir ja seine kleine Baustelle da auseinandergenommen und heute ist er persönlich dran. Aber wir werden wahrscheinlich wieder unseren Schlägertrupp da nochmal brauchen. Wir haben ja wieder 54.000 Dollar mittlerweile auf der Hand. Aber gucken wir mal. Ja, ein paar kleine Bugs sind noch drin. Zwischendurch verschwinden einfach mal komplette Autos. Hier in der Innenstadt muss ein Ziel weg. Geht das? Muss nicht weiterreden. Bin schon unterwegs. Geh in Deckung! Jetzt! So, die räumen wir jetzt raus. Da ist er! Mach den Penner alle! Den hässlichen Wichser habe ich noch nie gesehen. Also, hinter dir! Ich hab nichts gesehen! So, die kleine Baustelle. Für die Müllkippe! Da mehr für die Stadt! So, ihr räumt mal gerade kurz eben. Ich fress auf deinen Leichnam, Kissen und deine Mutter! Was für einen Sinn hat er denn? Ich such mir eine Deckung! Wo ist der Mistkerl? Der Blut wurde verdorben! Nein! Wegen diese Scheiß. Ja, die hatten ihre Helferlein unterwegs. Scheiße. Die haben ihre vier Leute da dabei gehabt. Oder diese... Deswegen konnte ich auch nicht viel machen gerade. Müssen wir das halt nochmal versuchen. Sagt,
zum Sterben. Verschwindet hier! Da, da, sieht man. Geh einfach zum Telefon. Ach du Scheiße. Der Feuerschutz, solange ich da bin. Scheiße. Die Herren. Ich stecke fest. Ich bleib aufstehen, aber nicht gerechnet. So, und jetzt holen wir uns die unseren Schlägertrupp nochmal. Ich brauche eine Crew in der Innenstadt. Ja, klar, bin gleich da. Ach, da sind sie doch schon. Oh, oh. Jetzt hab ich dich, Cosma. So. Diesmal sind die Idioten tot. So. Haben wir sie jetzt alle kassiert oder sind sie jetzt immer noch welche unterwegs? Diese Waffe nehme ich. So, nehmen wir die Waffe, nehmen wir die schusssichere Weste mal kurz eben mit. Und dann müssen wir noch irgendwie da hoch. Scheiß haben wir ihm zu verdanken. Los geht's! Meine Waffe, verstanden? So, zwei weniger. Ich mach dich alle, Söhnchen. Ja, viele von den bösen Jungs wirst du wahrscheinlich nicht mehr unterwegs haben. Zwei sind nicht. Dich und noch einer von deinen. Ich denke, das war's dann. Wo zur Hölle ist der hin? Hier! Hier drüben! Ihr könnt ihn haben, wenn ich fertig bin. Einen entdeckt, Jungs! So, scheinbar haben wir sie alle. Der muss aber da unten oben sein. Der muss irgendwo da hinten noch sein. Wie zum Teufel konnte er sich verletzen? Ich breche ihm sämtliche Knochen. So. Was ist los, Dicker? Ha? Schon Angst? Ich weiß das über mich. Ich weiß.
Scheint so, ne? Zwei hat er auf jeden Fall gekriegt. Beweg deinen Arsch aus der Schusslinie! Tony D wird mich verscharren. Verstehst du? Begraben. Du sorgst dich um den falschen Mann, Jimmy. Gute Nacht. Bauunternehmungen sind gesichert. Bin in der Innenstadt. Bräuchte ein paar fähige Leute. Klar, Koppel. Die sind schneller da, als du glaubst. So. Das Ding gehört Burke. Verlieren einen ganzen verdammten Tag deswegen. Ist dir das klar, ja? Sir, das ist nicht meine Schuld. Auf dem Plan stand 14 Fuß. Zoll! Diese Mauer sollte 14 Zoll weiter hinten anfangen. So, die Sicherheit... Beziehungsweise die haben wir jetzt durch. Mein Fehler. Ja, alles gut. Eigentlich war was anderes geplant. Ich war gerade zum Gegner. So, eigentlich war ein anderer Teil geplant. Ich wollte nämlich oben noch was mitnehmen. Dann um dieses Plägerheftchen. So, dann haben wir, wie gesagt, die Baustelle gesichert. Dann sind wir auch schon wieder am Ende des Parts angekommen. Also es geht jetzt geht schnell. Es ist halt nur, muss halt so sein. Weil... So. Wunderbar. So, dann nehmen wir nämlich. Ich muss halt. Ne, Quatsch. Oder war das ein Bild? Oder was auch immer da jetzt gerade mitgenommen werden soll. Das war nämlich auch schon aufgefallen. Eigentlich wollte ich das doch gemacht haben, bevor der Boss gekippt ist. Aber. Da unten ist es. Ja, das war Nummer 1 von 3. In der Innenstadt. Gut, dann war's das für heute wieder mit Let's Play Mafia 3. Wir sehen uns im nächsten Part wieder bei diesem schönen Spiel und dann schauen wir mal, was danach, was da abgeht. Was ist aber mega Stau. Krass. Naja, wie immer sein. Tschüss.